Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem weiteren Guide. Und zwar heute sind wir bei dem Mokomusam auf der Insel der Zeit. Die Insel der Zeit ist unterhalb vom West Lutera. Da kommt ihr mit eurem Boot hin. Ihr müsst halt einfach nur schauen, dass ihr ab und zu diese kleinen Fässer einsammelt, damit ihr die Turbos bekommt auf dem Meer. Aber rein theoretisch könnt ihr mit jedem Schiff dahin. Diese Insel ist ab für 250er GS bestimmt, weil hier gibt es einen Boss, den ihr klatschen könnt, der euch nämlich dann die Inselperle aushändigt, wenn ihr ihn tötet. So. Gehen wir gerade mal drauf. Hier gibt es zum Beispiel 5 Mokomo-Samen. Wenn ihr hier hinkommt, empfehle ich euch, das Lied der Resonanz zu haben. Das kriegt ihr in Paito. Dort könnt ihr es für 16.500 Piratenmünzen kaufen. Wenn ihr die Videos von mir gesehen habt, die vorigen, könnt ihr es auf jeden Fall sehen, wo es zu erhalten ist und wie ihr am schnellsten die Piratenmünzen kriegt und gleichzeitig euch dieses Lied klar macht. Also, wir fangen einfach an. Wir reiten da hoch. Vielleicht ich hoffe mal nicht, dass wir uns den Gegner noch nähern werden, der hier rumspringt. Den kann man klatschen. Dieser Savanik ist ein bisschen fies, der macht solche Stäbchen, also der schmeißt Stäbchen durch die Gegend oder Stäbe, die tun euch mit einer Giftwolke verpesten. Die müsst ihr kaputt machen, damit ihr mehr Platz habt. Ansonsten macht er halt Strahl, zieht euch ran und macht Bodenflächen. Im Endeffekt, wenn er ab 5 Balken Leben nur noch ist, ist er zum Beispiel so fies, dass er euch dann einfach noch einen Wirbel gegen den Kopf klatscht. So, aber wir sind ja wie den Samen hier. Der erste Samen befindet sich hier an der Ecke. Da ist der erste Samen der Insel. So, die anderen zwei, die hier hinten sind, da müsst ihr dann das Lied der Resonanz spielen, hier vor der Statue. Also ihr könnt euch merken, so eine Statue hat immer meistens das Lied der Resonanz zur Folge. Hi. So, da haut ihr einfach das Lied der Resonanz rein und dann könnt ihr einfach diese Statue damit aus dem Weg schaffen und bekommt ein Geheimversteck. Dieses Geheimversteck kann jeder auslösen. Das heißt, wenn ihr jemand habt, der dieses Lied schon besitzt und wenn ihr es nicht habt, kann er für euch diese Türen öffnen. Das heißt, ihr braucht es selber nicht farmen, wenn ihr nicht wollt. Hier in der Ecke gibt es natürlich dann wieder 2 Mokomo-Samen zu farmen. Und zwar einmal hier oben an den Kisten und einmal hier hinten an den Kisten. Somit haben wir alle beiden geheimen Samen erwischt. So, reit mal schnell noch. Reiten kann man hier leider nicht. Das ist leider ein bisschen blöd auf den Inseln. Da muss man immer leider Fußbus nehmen. Aber... ich wollte schon sagen, wer sein Schiff liebt, der schiebt, aber geht ja gar nicht. Hier braucht ihr eigentlich nichts großartig machen, außer eventuell die Leute klatschen. Und hier gibt es halt so kleine geheime Quests, die ihr noch machen könnt, wo ihr diese Krüge auf diese Flächen der Leute bringen müsst. Das ist die einzige Quest und diese Quest gibt euch nämlich 15.000 Silber und 2 EP-Karten auf Episch, die ihr für euch eure Karten zum Aufwerten nutzen könnt. So, laufen wir mal zu den nächsten Samen. Die befinden sich nämlich hier in dem Zelt. Also hier ist ein Geheimnis. Und zwar in dem Zelt. Einfach reinlaufen. Und dann habt ihr die letzten 2 Samen. Und somit sind wir nämlich schon safe. Ihr könnt auch hier bei den Händlern Spitzhacken kaufen. Die sind aber nur vom grünen Wert. Also die sind nicht nötig. Ansonsten bietet diese Insel, wie gesagt, nur diesen einen Boss, Savanik. Und dieser Savanik droppt meistens hier. Kann aber auch hier oben auftauchen. Also er macht hier gern seine Runde. Ich habe ihn schon hier getroffen und auch hier. Einfach umhauen, dann bekommt ihr die Inselperle und schon habt ihr das komplette Teil fertig. Wir gehen auch schnell zum Questgeber, dass ich dir noch zeigen kann, wo der steht. Was ihr da machen müsst, ist ja klar, ihr müsst die Krüge von denen kurz an aufheben und hinwegbringen, mit einer Taste benutzen und dann ist die Quest hier schon fertig. Hier unten ist gerade Savanek am Spawn, da unten ist er, also das ist Savanek. Ne? Dieser kleine Drecksack mit den Wirbeln. Wie gesagt, wenn ihr den killt, gibt es eine Insel-Expedition, also eine Inselperle. Und hier, wo ich jetzt bin, Zillig gibt euch eine Quest. Und somit wären wir mit dieser Insel fertig. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, Leute.